Deine Statement? Frühsport auf Sonntag Bohlen. Man möchte dazu sagen, ich habe in meinem Leben noch nie geholt. So, wir waren Branchen. Was wir gegessen haben, könnt ihr euch selbst aussuchen. Auf jeden Fall war es lecker. Fressack. Popcorn und Film gucken. Wie im Kino. Es gibt leckeren Nudelauflauf. Und ich muss mal nicht kochen. Der zweite Küchenchef kocht. Sehr schön. Lecker. Und fertig ist das Essen. Schön mit Käse überbacken. Ja, ich weiß, es ist fett. Aber es ist mir scheißegal heute. Guten Morgen, meine Lieben. Montag früh und wir fahren zum MRT. Zweiter Anlauf. Und keine Sorge, ich fahre diesmal nicht. Und dann gucken wir mal, wie es heute wird. Es ist Kochzeit. Und da ich noch nicht so auf dem Damm bin und leicht benebelt von der Tablette vom MRT, habe ich heute mein Schnippelhilfe. Schnupsi schneidet das aus. Bevor ich mich verletze, macht er den leckeren Tofu. Oh, danke, nicht super. Wird du auch was siehst, bevor du dich schneidest. Mhm. Ja, bei mir gibt es dann wieder Tofu mit Gemüse. Ist eine ganz einfache Geschichte. Tofu in die Pfanne braten mit ein bisschen Olivenöl. Mischgemüse dazu und Kräuter drauf, würzen nach Belieben und das war's auch schon. Also eigentlich schnell und einfach. So, ich zauber mal wieder Quark für morgen früh. Mit Kirschen, Quark und Haferflocken. Werde ich das Ganze mal punchen. So, na geile Scheiße. Zu viel Wasser reingemacht, jetzt ist es hier eigentlich trinkfertiger Quark. Es wird wieder ein schöner Baumtag heute. Was macht denn damit jetzt? Fuck. Soßenbinder rein? Es ist doch zum Kotzen, ey. Naja, dann wird es halt morgen früh geschlürft. Mit einem Strohhalm oder so. So, auf das Tofu mit Gemüse kommt noch ein bisschen passierte Tomate. Dann rühre ich das alles durch, teile das auf 4 Mahlzeiten auf. Und schon ist es fertig. Und lecker. Trotz Diät gibt es leckeres Essen. Das ist ganz wichtig für mich. Montag und Dienstag. So sieht das Ganze mit dem Tofu dann aus. Völlig unspektakulär. Einfach, schnell, schmeckt. Oh, schönen guten Morgen. Dienstag früh, arschkalt. Und ich hasse es, wenn ich morgens schon mal kratzen muss, ne? Da ist der Tag für mich schon wieder gelaufen. Ich bin heute so und so irgendwie aufgestanden, habe extrem schlechte Laune und könnte wieder ins Bett gehen und will heute den Tag irgendwie gar nicht auf Arbeit. Also heute ist echt so ein... Es beginnt schon mit einem Baumtag, sagen wir es mal so. Bis später. So, meine Lieben. Schatz, sie ist Armut. Und jetzt sucht euch mal meine Armut an. Es gibt natürlich Tofu und Gemüse. Geile Unterstützung, ne? So ist das mit den Männern. Und das zum Frauentag. Ganz toll. So, und ich esse eigentlich immer Gemüse und Tofu oder Gemüse und Fleisch, weil es schnell geht und einfach ist. Und ich keine Lust habe, noch stundenlang in der Küche rumzustehen. Es gibt zwar haufenweise Rezepte irgendwie von Sophia Thiel, finde ich aber alle nicht so prickelnd. Und deswegen sind wir darauf hängen geblieben. Und damit komme ich ganz gut klar. Das war's für heute. Tschüss, tschüss. So, schönen guten Morgen, meine Lieben. So, wir haben die Physiotherapie überstanden. Hat ganz schön wehgetan, die kneift mir da ordentlich rein. Ich hoffe, es hilft. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit bis zum Orthopäden. MRT-Auswertung. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Dadurch, dass ich noch Zeit habe, habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines Video für euch. Und zwar gibt es ja doch einige Fragen und einige, die die Vlogs nicht alle gesehen haben oder einige, die zum ersten Mal den Vlog schauen.
Deswegen nochmal eine kleine Erklärung. Also ich teste das Programm von Sophia Thiel, welches 12 Wochen geht. Wir sind jetzt in Woche 8. Hat sich ein bisschen was getan auf der Waage. Ich habe mit 67,7 angefangen. Mittlerweile bin ich bei 63,3. Die Umfänge haben sich auch ordentlich verändert. Also ich bin ganz zufrieden. Das Programm sieht vor, 3x20 Minuten Training zu Hause oder 3x die Woche Training im Gym. Für beides gibt es Pläne, beziehungsweise für den Gym hat man halt einen richtigen Trainingsplan von Sophia Thiel. Für zu Hause gibt es die Homeworkout-Videos, die man dann macht. Kann man entscheiden, halt wie man möchte. Der eine ist Gymgänger, der andere nicht. Ich gehe meistens im Gym oder mache eben die Homeworkout-Videos, wenn ich halt wenig Zeit habe. Als Zusatz gibt es immer noch mal ein Finisher-Video unten drunter mit einem HIIT-Training, was aus 3 Übungen besteht, mit 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Ja, ich ändere diese Übungen, wenn ich es draußen mache. All dieweil es viel mit Burpees und solche Geschichten ist, was eben Sophia vorschreibt, und ich mich ungern in den nassen Sand lege oder in die von Hunde vollgeschissene Wiese. Deswegen habe ich es dann draußen ein bisschen geändert. Es gibt jede Menge Rezepte von Sophia Thiel. Der Größteil ist nicht so mein Ding. Deswegen bin ich halt viel mit Hackfleischgemüse, Hähnchengemüse oder Tofu und Gemüse hängen geblieben. Das ist für mich einfach, das geht für mich schnell. Ich koche für 2 Tage vor und habe dann auch keine Lust, Ewigkeiten in der Küche zu stehen und irgendwas rumzuprobieren und auszuprobieren, und dann schmeckt es vielleicht nicht. Und ach, und wenn Essen nicht schmeckt und ich habe Hunger, dann ist meine Laune nicht mehr ganz so schön. Am Anfang hat diese Diät mir sehr viel Nerven gekostet, ging mir sehr an die Substanz, was ich nicht gedacht hatte, hatte ständig schlechte Laune. Gab Tage, da habe ich mich selber angekotzt, das kennt vielleicht jeder. Man dann schon mitten am Tag so denkt, so, oh, ey, jetzt ist aber auch langsam Schluss, du gehst dir echt auf den Sack. Somit geht man anderen Leuten auch auf den Sack. Mittlerweile hat sich das ganz gut eingepegelt. Hab nicht mehr so viel Hunger. Hat sich mein Körper wohl dran gewöhnt. Dann wurde auch am Anfang in der Erklärung bei Sophia T. gesagt, dass es immer einen Cheat Day gibt, den man machen kann, wann man möchte. Bei mir ist es halt sonntags. Das ist für mich entspannt. Ich liebe es, gemütlich zu frühstücken, und das ist auf dem Sonntag, das ist super. Dann war eigentlich gesagt, dass es sich ab Phase 2 dann ändert und der ganze Cheat Day wegfällt und man nur noch eine Cheat-Mahlzeit hat. Als Phase 2 dann freigeschaltet war, stand dann wieder, der Cheat Day bleibt behalten. Sie empfiehlt aber eine Cheat-Mahlzeit. Was kann man selbst entscheiden, wie man gerne möchte. Ich behalte diesen Tag bei. Ich habe ihn schon immer gemacht. Ich fühle mich damit wohl. Und ist für mich ein entspannter Tag. Ich schaufel mich da nicht so voll. Ich esse halt das, worauf ich Bock habe. Und hat vielleicht zur Folge, dass ich nicht ganz so rasant schnell abnehme, als wenn ich nur eine Cheat-Mahlzeit machen würde. Aber das nehme ich gut und gerne in Kauf. Ich muss ja hier keinen Marathon machen, sondern ich teste das Programm, so wie jede Expedia andere das halt auch machen würde. Der eine ist halt so, der andere ist halt so. Bei dem Programm spielt es keine Rolle, was ich machen würde, was ich anders machen würde, was ich möchte oder wie auch immer, weil das, dann gibt's oder ist es nicht mehr möglich, dieses Objektiv zu bewerten. Deswegen ziehe ich es halt so durch, wie es da ist. Bei den Rezepten sind halt Mengenangaben, keine Kalorienanzahlen. Man kann sich schon ausprobieren, wie man gerne möchte. Ich habe aber einfach nicht die Lust und die Zeit dazu, erstmal von dem alles auszurechnen, was wie viel Kalorien hat. Ich habe es zwar gemacht, damit ich weiß ungefähr, wie viel Kalorien ich am Tag habe. Aber wenn ich dann andere Lebensmittel dann nehme, dann muss ich wieder neu rechnen, und wie viel Gramm kann ich davon und wie viel Gramm kann ich davon, und davon habe ich einfach keine Zeit für und keine Lust für, weil dann hätte ich mir das Programm nicht kaufen müssen, dann hätte ich es auch von Anfang an alleine machen können, weil wir sie genug wie funktioniert. Deswegen halte ich mich eben an die Rezepte und Mengenangaben, die da halt sind. Wenn zwischendurch halt Hunger ist, ja, dann ist das halt so. Bis jetzt muss ich sagen, ich weiß noch nicht ganz so, was ich von dem Programm halten soll, ob es gut ist, ob es nicht gut ist, das werde ich dann am Ende bewerten können, ob es für mich gut war oder nicht. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, kaufe ich es, kaufe ich nicht. Es gibt ja viele Mädels, die machen es, die fühlen sich damit pudelwohl.
Es gibt wieder Mädels, die denken sich auch, oh, was für eine Scheiße, und brechen ab. Also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. So, und jetzt werde ich mal losfahren zum Orthopäden. Schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, ich habe einige offene Fragen geklärt. Wenn immer noch wieder was ist, was ihr an Fragen habt, was unklar ist, einfach kommentieren. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich lese diese sehr gerne, egal ob positiv oder negativ. Und ja, dann hören wir uns später. Ciao, ciao. Nachdem ich mich jetzt ein bisschen ausgeruht habe, weil ich extrem Kopfschmerzen habe, durch die Physio, die hat heute richtig was aufgewühlt. Und 3 Stunden beim Orthopäden sitzen, wo ich totaler Fan von bin, wenn ich einen Termin habe und dann noch 3 Stunden sitzen muss. Nur weil diese blöde Aushilfsschwester letztes Mal mir den 9.3. auf den Zettel schreibt und aber im Computer den 10.3. eingibt. Ey, ist total geil. Somit kamen erstmal alle Leute vor mir dran. Dann hat die Schwester das irgendwann mal hingekriegt, ihm das MRT vorzulegen und hat mir dann ausrichten lassen über die Schwester. Es ist kein Bandscheibenvorfall, juhu. Und es ist wohl muskulär bedingt. Weiterhin Physio, Schmerzmittel. Mach noch zusätzlich ein bisschen Mobilisationstraining, damit sich das alles ein bisschen lockert und löst. Werde ein bisschen an meiner Haltung arbeiten. Und dann hoffe ich mal, dass ich das hinkriege. Oberknaller kriegt natürlich gleich einen Kostenvoranschlag für eine Quaddeltherapie, die man einmal die Woche wohl macht oder alle 2 Wochen auch machen kann. Pro Sitzung 20 Euro. Ja, quaddeln kann ich auch zu meinem Hausarzt gehen. Da kriege ich es kostenlos und brauche keine 20 Euro pro Sitzung bezahlen. Naja. Ansonsten werde ich jetzt hier noch ein bisschen zusehen, dass mein Kopf wieder ein bisschen freier wird und nicht mehr so wehtut. Tablette habe ich schon genommen. Mal schauen. Und dann ist heute noch Kochen angesagt. Aber vorher müsste ich mal was einkaufen gehen, weil ist nichts da zum Kochen. Haben wir uns mal entschieden, ein bisschen rauszugehen mit dem kleinen Stromer. Bisschen frische Luft haschen. Soweit frische Luft in Berlin möglich ist. Ja, Sonne scheint. Perfekt. Aber kalt. Wo ist dein Mäuschen? Wo ist dein Mäuschen? Wo ist dein Mäuschen? Wo ist dein Mäuschen? Ja, wo ist das Mäuschen? So, ich lese ja wieder aufmerksam eure Kommentare und muss dazu auch mal wieder ein bisschen Statement abgeben. Und zwar hat sich jemand auch bei Sophia Thiel angemeldet wohl und hat gelesen, dass die Rezepte und so weiter nur als Orientierung dienen. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Es ist ein kleiner Widerspruch, der da auftritt. Danke für diesen Hinweis eigentlich dann. Im Rezeptbuch steht wirklich, dass die Rezepte als Orientierung sind und die Mengenangaben. Schaut mal in die FAQs. Unter Ernährung, dann steht gar genau drinne, zuerst solltest du aus Woche 1 alle Videos und Erklärungen anschauen, damit du das Ernährungshandbuch verstehst. Danach kannst du aus unseren Rezepten beherzt zugreifen und beliebig kombinieren. Wählst du je ein Frühstück, 2 Hauptgerichte und 1 Snack pro Tag aus, bist du auf der sicheren Seite und wirst gesund leben und dein Gewicht optimieren. Später im Programm, spätestens nach dessen Abschluss, wirst du mit den gewonnenen Informationen zu deinem Wissen selbstständig neue Rezepte kreieren können. Du wirst deine Ernährung dann so weit umgestellt haben, dass sie dir in Fleisch und Blut übergegangen sind. Bis dahin empfiehlt es sich, dem Programm über die 12 Wochen genau zu folgen. Und das tun wir. Auch wenn es immer für viele ist, oh, sie macht so wenig Sport und sie sitzt den ganzen Tag im Büro. Ja, ich habe nun mal leider einen Bürojob, da sitzt man ja den ganzen Tag. Und Training wird ganz normal absolviert, so wie es auch vorgegeben ist, mit 3-mal die Woche. Die letzte Woche sah natürlich sehr mager aus, weil wir so viel privat zu erledigen hatten, dass es einfach nicht möglich war. Es ging einfach nicht. Wenn man morgens um 6 aus dem Haus geht und abends erst irgendwann um 9 und 10 wieder endlich zur Ruhe kommt und noch gekocht hat, dann bleibt einfach keine Zeit mehr. Deswegen war letzte Woche auch wenig mit Training, aber dafür wenigstens 2-mal Hit. So, dann nochmal zur Sache. Da hat jemand geschrieben, naja, ob solche Diätsachen am Schluss immer helfen, hast zwar abgenommen, aber fühlst du dich auch wohler? Ich fühle mich wohler, auf jeden Fall. Ein paar Kilos sind runter und ich fühle mich auch körperlich wohler.
Wer fühlt sich nicht wohler, wenn er ein bisschen was abgenommen hat? Und das auch im Spiegel sieht und auf der Waage sieht und am Maßband sieht. Also, da fühlt man sich generell wohler, glaube ich. Alle. Beide Hauptmahlzeiten mit einem Schlag aufgegessen. Ich hatte jetzt so einen Hunger. Ich habe irgendwie den ganzen Tag nicht wirklich was gegessen, außer mein Quark. Und das war dann auch schon. Mittlerweile ist es 18 Uhr. Habe mir jetzt beide Hauptmahlzeiten reingeknallt, weil ich so einen Knast hatte. Tofu und Gemüse. War sehr lecker. Ja, mein Problem wird jetzt langsam, dadurch, dass es immer so wenig Essen ist und ich so viel Hunger habe, dass ich wieder in meinen Trott verfalle, den ich vorher hatte, dann lieber den ganzen Tag gar nichts zu essen, weil dann habe ich nicht so einen Hunger. Und esse dann extrem wenig und muss mir die dann irgendwie nachher bloß noch reinquälen. Das ist natürlich auch sehr schlecht. Das ist halt so meine Macke, die ich vorher schon hatte, eher zu wenig zu essen, als optimal zu essen. Und was natürlich ordentlich auf die Hüfte haut. What? Ich muss zusehen, dass ich mir wirklich meine Zeiten wieder mache und regelmäßig dann halt meine Essen esse. Sonst ist das wieder eher schlecht und das Ganze geht nach hinten los. Und bin genauso in dem Trott wie vorher auch. Das ist natürlich bescheuert. Gut, ab, duschen, Tasche packen und auf in den Miniurlaub. Bis später. Wir sind da. Viertel elf. Oh. Und wie man hört, der Küchenchef freut sich auch. Und wir gehen jetzt ins Bett. Tschüss, tschüss. Guten Morgen, meine Lieben vom Bauernhof. Wir machen HIIT-Training. So, meine Lieben, fertig mit HIIT. Fix und fertig. Nur mit zwei Übungen ist eher doof. Aber geht nicht anders, weil hier ist nichts zum Reinhängen für Klimmzüge. Für die Burpees schmeiße ich mich da nicht in Dreck. Und hier auch nicht. Also haben wir bloß ein bisschen. Oh Gott, Mann, ich krieg gar keine Luft. Ich habe die Beuge gemacht und Liegestütze. Und jetzt geht's rein: Kaffee machen, Quarki essen. Bis später. Ich würde sagen, du kommst. Schäme, Dränger, Aufgänger, Hilf! Auf geht's in den Wald! Ist okay. Schön, durch den Sumpf. Ja, hier wird das ja, auch voll, voll die Action. Mehr die Action als in der Stadt. Willkommen bei Bauer sucht Frau. Ich hab meinen Bauer. Ich würde sagen, das Empfangskomitee ist da. Warum kommt denn die alle her? Die haben voll die Hörner. Alter, guck mal, wie fett die sind. Sind die tragend? Ihr seid aber fett. Hallo. Ja, hallo. So ist das auf dem Bauernhof. Oder auf dem Dorf. Sehr cool. Er hat sogar ein Ohrring. So, wir machen heute Holz, weil wir haben die Biber geknappert. Geil, ne? Sonst kennt man das ja meistens nur aus dem Fernsehen. Wir haben die Biber geknappert und die ganzen Bäume umgeschmissen. Also machen wir Arbeitseinsatz. Holz aus dem Wald ziehen. So Leute, jetzt muss ich euch mal was zeigen. Ich stiebel hier mitten durch die Büscherie. Und eigentlich denkt man ja, Biber sind so kleine Viecher. Aber guckt euch das mal an. Aua, was die für riesen Bäume umheiern. Krass, ne? Und da hinten auch noch. Richtig heftig. Und richtig fein säuberlich abgeknacht. Das ist ja der Hammer. Willkommen in der Natursendung heute. Voll anders. Also wenn ihr jetzt schon wollt, geht im Wald.
euch ist. So, hochheben. Sehr gut. Den Kili hochgehoben. Warte, guck mal, wie lang der ist. Immer komm, weg, wenn der kommt. Oh. Richtig geil, die Bäume aus dem Wald zu ziehen. Ja, wir sind keine Stadtmenschen, wir sind Dorfbrunners. So, meine Lieben. 3 Stunden Bäume aus dem Wald geaxt und rausgezottelt und hier und da. Jetzt ist es mir, weil es ganz schön windig ist hier hinten auf dem Acker. Ganz schön kalt. Trotzdem ganz ein Workout. Das ist besser als jede Gym. Auf jeden Fall. Schöne frische Luft. Oh. Und jetzt laufe ich mit dem Mupsi nach Hause. Da laufen wir auch noch mal gut eine halbe, dreiviertel Stunde. Weil wir sind mitten in der Walachei. Ach, herrlich. Dann muss ich erstmal was essen. Ich habe nämlich tierisch Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Wir haben ja schön was vorbereitet. Tof und Gemüse natürlich. Und kurz aufwärmen. Dann latschen wir hier wieder hinter. Und machen weiter. Auch nicht schlecht. Yeah. Hallo meine Lieben. So, es ist Sonntag. Wir haben uns auf die Waage gestellt. Wir wiegen 900 Gramm weniger, also sprich 62,4. Hat sich ein bisschen was getan, das ist gut so. Umfänge sind gleich geblieben, irgendwie mal ein halber Zentimeter, aber das war es dann auch schon, aber ist völlig in Ordnung. Ja, ansonsten werden wir heute den Sonntag genießen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Vlog. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann.